Moin, hallo und herzlich willkommen bei Whisky Gold. Eine Neuerscheinung 2021. Kam das schon im April? Ich glaube ja. Ein Glenmorangie X oder ein Glenmorangie X made for mixing. Ja, hab diese wunderschöne Box hier bekommen von dem Tobias von Moy Hennessy. Vielen Dank dafür, Tobias. Ich freue mich. So, also ganz viel Zeugs hier. Ein Glenmorangie und ein Glenmorangie Grapefruit oder Glenmorangie X Grapefruit. Schon fertig gemixt. Ja, was hat es mit dieser Abfüllung auf sich? Werde ich euch gleich vorlesen. Und zwar hat man sich hier wohl gedacht, man kreiert hier einen Whisky, der ideal ist zum Mixen. Hier hat man noch so eine schöne Karte. Ich blende euch das mal ein, womit man den Glenmorangie als Getränk und als Frucht mixen kann, beispielhaft. Ne? Das ist natürlich kein Muss. Kann man machen, muss man nicht machen. So, bevor ich das tue, schenke ich mir mal den X hier schon mal ein. Er ist abgefüllt mit 40 Volumenprozenten. So, jetzt bin ich natürlich, das ist ein Single Malt Whisky, alles cool. Kein Alter und er wird kühl gefiltert sein, seine 40 Umdrehungen. Ich weiß gar nicht mehr, Glenmorangie, haben die gefärbt? Der 10er, war der gefärbt? Doch, die haben gefärbt, ne, Glenmorangie. Doch, doch. Ist ja damit ein bisschen unvorbereitet, aber das macht nichts. Und diesen Grapefruit hier, der ist hier angegeben. Sparkling Apple Juice, Grapefruit und Glenmorangie X. So wie ich das hier verstehe, steht hier genau noch was drauf. Sample only, not for resale. Ja, aber ich denke mal, das wird so stimmen, wenn Grapefruit hier drauf ist, dass das dann mit dem... Oh ja. Bin ja kein Cocktailtrinker oder sowas, ne? Aber man kann es ja mal probieren. So, das Zeug kriege ich hier kostenlos von Moët Hennessy zugeschickt. Die bekommen kein Geld von mir, ich bekomme kein Geld von denen. Die haben Werbung, ich habe Spaß, alles ist cool. So, Glenmorangie mit neuem Single Malt Whisky speziell zum Mixen. X bei Glenmorangie. München, 22. April 2021. Glenmorangie stellt erstmals einen neuen Single Malt Scotch Whisky speziell für Cocktails und Long Drinks vor. Der süße, reichhaltige Geschmack von X bei Glenmorangie wurde in Zusammenarbeit mit Top Barkeepern entwickelt und verändert erfrischend den künftigen Genuss von Single Malt. Die Whiskymacher von Glenmorangie sind unendlich einfallsreich, köstliche Whiskys zu entwickeln. Die delikaten, fruchtigen Brände stammen aus Schottlands höchsten Brennblasen und riefen in den besten Fässern der Welt. Dieser Whisky, speziell zum Mixen, ist eine Extravaganz an Aromen mit Noten von Birne, Vanille bis hin zu Orangen, Sorbet und Schokolade. Handwerklich hergestellt ist X by Glenmorangie eine Komposition mit gereiftem Whisky aus ehemaligen Bourbonfässern und nachgereiftem Whisky aus neuen getoasteten Fässern. Ganz wichtig, ohne Alter. Mit Limonaden und Eis ergänzt entstehen daraus schnell köstliche Drinks. Glenmorangie hat extra Rezepte entworfen, die nur wenige Zutaten benötigen. Klassiker wie Glenmorangie X Tonic, X Cola oder Drinks im Swizzle-Stil wie Glenmorangie X Brunch sind auf Glenmorangie.com abrufbar. So, Dr. Bill, bla 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 bla. Ist sofort erhältlich und im ausgewählten Fachhandel für unverbindliche 28,99 Euro. Jo, das kann man wohl machen. So, Verkostungsnotizen sind sehr knapp ausgefallen. Das macht ja auch nichts. Ich denke mal, der wird auch relativ schlicht sein. So, Farbe. Tiefes Gelb, Gelb-Gold. Leider habe ich den 10er nicht hier, das wäre immer schöner als Vergleich. Kostet ja auch so um die 30 Euro im Angebot, glaube ich. Schöne Box, muss ich sagen. Schöne Umverpackung. Da geben sie sich immer Mühe. Finde ich gut. Ja, Orange, Vanille, Bourbonfass.
bisschen Holz, so leicht säuerlich prickelnd, angenehm in der Nase. Ich habe hier saftig Aromen mit Birne, Vanille, Geißblatt und Orange. Ja, fruchtig einfach, ne? Aber ja. Orange, ja. Wenn ich sogar so frühreifer Apfel. Ja, süß. Bisschen Zuckerwasser. Pfohl. Prost. Ich habe noch nichts gehabt. Ja, auch hier wieder die Orange, zartes Prickeln, so ein bisschen Orangenschale, süß, weich, unspektakulär, unaufregend, vollkräftigen so Orangensorbet bis zu den Noten und Creme Brûlée, ja, in Schokoladensauce getaucht. Lang, wunderbar, reichhaltig und süß im Abgang. Ja, so eine leichte Holzsüße, die bleibt relativ lang, aber das ist ganz weit im Hintergrund. Ich finde den eher mittellang, den Abgang. Aber süße Orange, ja, bezieht sich eigentlich fast alles darauf. Ja, da passiert eigentlich nicht viel mehr. Ein guter Starter, um Whiskyabend zu beginnen. Um jetzt mal anzufangen mit den richtig guten Sachen. Ist ein bisschen Zuckerwatte. Ja, lassen wir den Abgang mittellang bis lang. Der hält sich schon. Also die Süße. Diese leicht trockene Orangenschale, die hält sich. Ja. Ich hätte jetzt gerne den Glenmorangie 10 als Vergleich, aber so aus reinem Gedächtnis, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich den 10er nehmen. War ein bisschen intensiver. Den zum Mixen kann man natürlich machen, ne? Warum nicht? Wer Bock drauf hat, kaufen würde ich mir diese Abfüllung nicht. Für mich zu nichts sagend. Da passiert einfach nicht viel. Für 30 Euro oder weiß nicht, da lege ich lieber 5 Euro drauf und kaufe mir was Aufregendes. Keine Ahnung, ein Talisker 10 oder ein Hardback 10 oder ein Bolvini 12 oder was weiß ich. Ja, das ist natürlich hier. Das ist hier was für Mädels. Haben wir so richtig schön süß. Grapefruit hat man auf jeden Fall. Ist doch mit Grapefruit, ne? Ja, doch. Grapefruit mit sprudelndem Apfelsaft. Kann man alles machen. Cola mit Zitrone, Tonic Water mit Limette. Jeder, wie er Bock hat. Hm. Süß. Absolut süß, aber lecker. Sommergetränk, erfrischend. Was um die Mädels warm zu machen. Passt. Schmeckt gut. Schmeckt sogar besser als der hier. Der hat 28 Umdrehungen, ne? 26 oder 26, so klein geschrieben hier. 26, Premium, Premix Cocktail. Ja, was soll man dazu groß sagen? Also, der Ex, wen interessiert, wer mixen möchte,
Oder wer vielleicht mal bei Glamorangie einsteigen möchte, kann den hier nehmen. Ich würde aber den 10er empfehlen, finde ich besser. Das Zeug schmeckt lustig, kann man sich mal gönnen. Das kann man auf Ex wegziehen. Süß, fruchtig, Grapefruit, passt. Aber mit dem Mix, dass es gut schmeckt, ja, keine Frage. Muss man es haben? Nein, muss man nicht haben, aber ja. Jedem das Seine, ne? Ich freue mich immer, sowas probiert zu haben. Eure Meinung dazu? Ein 10er hätte ich gern, habe ich aber nicht da, werde ich mir nicht kaufen, sonst hätte ich die gegeneinander probiert. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut, ciao.